Weiter geht es. Jetzt habe ich die nächste Route nach den Küffhäusern. Das heißt wirklich Küffhäuser, ohne Scheiß. Ja. Das für einer hier. Moin Meister! Okay. Ja, Küffhäuser, das ist kurz vor Thüringen. Ja, Freunde. Wir sind fast in Thüringen. Küffhäuser ist aber, glaube ich, noch Sachsen-Anhalt. Möchte ich sagen. Jetzt fahren wir hier wieder zurück, oder was? Das sind jetzt 34 Kilometer Küffhäuser. Das ist, wie gesagt, kurz vor Thüringen muss das sein. Genau. Oder ist das schon in Thüringen? Ich glaube nicht, ich glaube nicht. Nee, 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 das ist noch nicht in Thüringen. Kurz davor. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Scheiß Straßen, ich war bloß nicht hier reingefahren. Also sieht man halt ein bisschen was von der Stadt, ne? Hat halt auch wieder seine Vorteile. So, jetzt muss man mal kurz gucken. Kreisverkehr. B242. Aber hier wollen wir nicht hin. Wir wollen. Was steht denn hier dran? Da bin ich jetzt mal gespannt. Stolberg, Halle! Halle, 65 Kilometer! Stolberg war ich auch schon gewesen. Stolberg sagt mir was. Das sagt mir auf jeden Fall was. Na gut, dann fahren wir jetzt erstmal 34 Kilometer. Ja, scheint nur eine große Stadt hier zu sein. Größere. Mitten im Harz. Wie teuer ist denn der Sprit? Hoch so teuer, Alter. Ach, hör mir auf, ey. Spritkosten, ey, werden immer teurer leider. Kommt der hier her? MSH, I don't know. Das weiß ich nicht. Wie war Sachsen-Anhalt, aber. Stolberg, Mansfelde, Halle müssen wir die Richtung. Aber es steht nicht Küffhäuser drin. Warum ist das nicht ausgeschildert? Das verstehe ich nicht. Mann, du scheiß Hurensohnflasche da unten. Jetzt sind nicht mehr so viele Berge. Stolberg fahren wir da eigentlich durch, weil ich war da schon mal gewesen. Harzgerode war ich aber auch schon gewesen. Harzgerode Ost, ey. Scheint relativ groß zu sein, wa? Ach komm, jetzt gehen wir mal eine pushen hier. Mal diese Lahmärsche hier. Und jetzt muss ich gleich ab. Oh, ey. Umsonst überholt. Ich muss jetzt hier abbiegen Richtung Stolberg. Oh. Aber wenn der auch abbiegt, dann lache ich. Dann habe ich doch nichts falsch gemacht. Ah ne, der fährt gerade aus, der Wichser. Spaß. Kurve. Eine Bushaltestelle wegen ein Haus hier oder was? Kevin, los, erkunde. Der ist doch so ein Busfahrer. Kevin, erkunde. Ah ja. Kevin wollte eigentlich mitkommen, aber der ist krank. Den hat's erwischt. Deswegen habe ich gesagt, nee, Bruder, nehme ich dich nächstes Mal mit bei der nächsten Tour. Ja, deswegen, weil. Ja, wollen so viele, ich habe so viele Anfragen, die wollen alle mitkommen, aber. Ja, nee, also weiß ich nicht. Ja, kann man mal machen, aber erstmal will ich hier. So, das ist jetzt nicht mehr so krass hier mit der Berge. Ich weiß nicht, vielleicht kommt das noch. Vielleicht kommt das noch, ich weiß es nicht. 30 Kilometer. Das ist nochmal eine etwas längere Strecke jetzt, was wir jetzt fahren. Aber das kriegen wir auch hin.
Genau. Deutschland ist auch schön zu erkunden, muss ich sagen. Ist auch mal was Schönes, weil es gibt viele Ecken, wo ich noch nicht war und was einfach auch generell, auch wenn ich da schon eh mal war, so wie jetzt in Harz, war ich ja schon öfters. Aber trotzdem, da fahre ich immer wieder gerne hin. Das ist einfach schön. Thüringen, ehrlich gesagt, war ich bisher nur einmal, oder? Einmal war ich, glaube ich, in Thüringen. Und, wie heißt denn das Ding da? Küffhäuser war ich auch schon mal gewesen, aber das ist ja nur Sachsen-Anhalt. Ach, was, wie hieß denn der Scheiß da in Thüringen? Ich war ein einziges Mal in Thüringen. Aber oben, alle oben, ab Südharz, Thüringen, Südharz. Weiter war ich noch nicht. Wo ich ja auch mal hin will, ist Thüringer Wald und, oh ja. Vielleicht in der nächsten Tour, mal gucken. Beim nächsten Mal. Ah, mal gucken. Und dann weiter nach Bayern runter. Ja, warum nicht? Ist ja hinter Thüringen direkt Bayern, ja stimmt. Ey, sind wir schon so weit? Also wir sind jetzt schon fast 200 Kilometer von zu Hause weg. Kommt mir ja nicht so vor. Nicht wirklich. Ja. Naja, gut, ist ja auch egal. Guck mal, wo uns hier noch weiter hinführt. In die Irre wahrscheinlich. Irgendwo sind wir hier. Aber es ist auch selten, dass im Harz so schönes Wetter ist. Ich habe immer Pech gehabt bisher. Also, wo ich das letzte Mal in Stolberg war, hat es geregnet. Ja. Das war letztes Jahr irgendwann. Dieses Jahr war ich hier noch gar nicht. Aber gut, was kann so im Winter? Das war so ein scheiß Winter einfach. Zur Ostsee, das war ja auch nur, weil ich Bock hatte. Alter, die Berge. Alter, ich habe gerade Angst um mein Leben gehabt. Bin das nicht mehr gewohnt, diese Berge. Naja, fahren wir irgendwann mal nach Österreich eine Tour. Also, da werden wir Spaß haben. Da werden wir Spaß haben. Ich glaube, die krassen Berge sind vorbei, oder? Ich weiß nicht. Doch, eigentlich unten Südharz müsste noch was sein. Grenze Thüringen-Sachsen-Anhalt. Eigentlich. Jetzt komm. Sind wir jetzt schon in Thüringen? Nee, Landkreis Mansfeld-Südharz. Ja, nee, ist aber noch nicht Thüringen. Nee. Ist noch nicht Thüringen. Thüringen kommt erst hinter Küffhäuser. Boah. Alter. Die Kurven sind schon echt krass. Wer nervt denn da? Aber ich dachte, noch keinen Anruf heute bekommen. Wir haben es jetzt 9 Uhr gerade mal. 9 Uhr geht doch voll. So, müssten wir ja bald. Naja. 26 Kilometer noch. Weil die Tour, stimmt, wenn wir in Küffhäuser sind, haben wir 200 Kilometer vom Brandenburg-Havel. Also war schon eine ordentliche Strecke von weg. Ah, ist schon krass, was du da für Kilometer raushaust. Scheiße, das muss ich gleich abbiegen. Da hinten muss ich abbiegen, glaube ich. Laut Navi, ja. Fahre ich mal schon mal langsamer. Muss hier. Hier. Genau. Steht das schon dran, Küffhäuser? Wo steht das noch nicht dran? Sangerhausen steht dran, ja schön, Sangerhausen. Sangerhausen schon Thüringen oder ist das noch Sachsen-Anhalt? Absolut kein Plan. Aber warum steht Küffhäuser nicht dran? Das wundert mich echt. Ja, normalerweise ist das auch eigentlich ein beliebtes Ausflugsziel. Wir waren da damals bei den Küffhäuser oben. Einmal in der Höhle waren wir drin. Also eine komische Tropfsteinhöhle. Und dann waren wir bei diesem komischen, dieser Statue da, keine Ahnung. So eine große Statue auf dem Berg. Da ist sogar Bilder noch. Aber ich habe keine Ahnung, wie die heißt. Harzstatue. Okay, ich habe immer Küffhäuser gesagt. Küffen sie alle. Die küffen sie. Ja, also gut, aber.
Erstmal hier sind hier, guck dir mal den Berg an. Weil hier generell alle Tiere, wie das hier aussieht, einfach. Komplett abgeluppt hier. Da sind Typen, Alter, die, was machen die denn da? Heuhaufen. Sandbär oder so. Naja. Also bei Glätte und Schnee hier möchte ich hier nicht fahren, bin ich ehrlich. Ich glaube, da helfen dir auch die besten Winterreifen nichts, wenn du hier mit 70 langballerst. Hier sind einfach mal 100 erlaubt, Digga. Ich fahre doch keine 100 hier, sag mal. Ich fahre schon 80, selbst das ist mir schon zu schnell. Weil die fahren auch langsam hier. Ja, die wissen, was hier los ist. Bestimmt schon mal verunten wird. Jetzt muss ich eh langsam fahren hier. Ja, hier ist relativ viel los auf der Route. Aber auch schon relativ kaputt, die Straße hier. Scheint schon eine ältere Straße zu sein. Naja, hier geht's so wieder. Es gibt aber so Abschnitte, die komplett am Arsch sind und. Ja. Fahren gerade mal 11 Minuten. Länger fahren wir noch nicht. Als ob wir noch nicht länger fahren. Kommt das schon irgendwie, keine Ahnung, hier bei den Bergen kommt mir das ein bisschen länger alles vor. 22 Kilometer noch. Aber da zieht sich halt gegen die Berge. Boah, jetzt sind wir in Harz. In Harz halt, Südharz. Südharz halt, ja. Sind wir schon im Südharz, ja. Na, ich sag ja, sind wir ja nicht mehr weit weg von Thüringen. Aber krass ist, wenn man gegen die Sonne fährt, ey. Ich hasse das. Ja, das ist einfach nur so ein Standarddorf hier. Ganz viel Holz. Na gut, Holz haben die genug. Ja. Das ist ja normal hier im Harz. Ich weiß noch, wo ich damals im Harz gezeltet habe. Wo war denn das? Oh, wo war denn das? Steht jetzt da dann. Sangerhausen steht aus, steht aber auch nicht mehr Stolberg dran. Ne? Also Stolberg wäre woanders lang gegangen, ne? Ich weiß es ja nicht. Ey, keine Ahnung. Hier war ich noch nie gewesen in der Ecke. Überhaupt noch nicht. Kannst du ruhig schneller fahren, ey, ist es nicht schön. Schlimm. Alter, lern reden, du Wichskind. So, ja, jetzt haben wir noch einen vor uns. MSH. Auch Sachsen-Anhalt. Aber keine Ahnung, warte, die Nummernschilder kenne ich alle nicht. Ach doch, Mansfeld, irgendwas mit Mansfeld. Wahrscheinlich. Südharz, Mansfeld, Südharz. Aha, alles klar. Überhol den fast hier, ich geb den mal Gas, Alter. Der hinter mir ist schon weit weg, ich sehe den schon gar nicht mehr. Doch, da kommt er hinter dem Berg hier. Ja. Die denken sich auch so, Brandmoja hier wieder am zeigen, was er kann. Na, warum denn nicht? Warum denn nicht? Da komme ich überhaupt jetzt nicht, weil hier kommt. Nee, hier kommt kein Ort. So aus, als wenn jetzt hier ein Ort kommt. Keine Ahnung, was das hier ist. Ja, naja. 18 Kilometer noch. Straßen sind ja schon geil, aber
Sind mir alle zu langsam. Hier kann man 100 fahren, hier verstehe ich das. Hier geht das. Aber nicht da in diese Berge. Jetzt kommen ja gleich wieder bergige. Ich sehe das ja mal auf dem Navi. Es kommt ein bisschen gerade und dann kommt es wieder ganz komisch. So zickzack halt. Ah, jetzt kommt wieder eine scharfe Kurve, Alter. Boah, aber eine ganz scharfe Kurve. Oi, 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 oi. Ja, wenn du hier nachts unterwegs bist und das nicht rechtzeitig siehst, Junge, ist die Buchse voll, aber kannst du glauben doch. Dann hast du eingewindelt. Eieiei. Jan on Tour wieder mal. Lange her. 2 Monate, das ist für mich schon verdammt lange. Bloß was willst du in dieser scheiß Winterzeit doch machen? Jetzt ist es einigermaßen schön wieder. Es war noch nicht Sommer, aber es ist so. Ja, Frühling halt, ne? Aber sieht auch schon schön aus. So der Frühling. Ich mag den Frühling halt eigentlich auch so. Frühling und so Sommer halt. Herbst ist wieder so. Sieht zwar manchmal schön aus, aber. Ja. Wir können auch eine Herbsttour machen, aber. Nicht so weit denn, vielleicht mal nach Polen oder so im Herbst. Im Sommer will ich jetzt mehr so die weiten Touren machen. Und nach Polen vielleicht, wenn man mal wieder rüberkommt, wäre schön. Ohne die Scheiße. Denn, ja, können wir auch mal nach Polen schön im Herbst fahren. Ich will sowieso mal zum Polenmarkt wieder, aber mal gucken. Herbst ist ja noch eine Weile hin. Jetzt haben wir die Sonne schon wieder vor uns, Alter. Alter, sieht das geil aus. Guck dir mal den Riesenwald hier. Das ist wirklich noch Natur, muss ich sagen. Das ist Natur. Das ist richtig naturschön. Wirklich, sowas müsste Deutschland viel mehr haben. Da denkt man an ja nichts anderes. Und wenn ich nachher wieder bei uns da bin, alle zugeklatscht mit Häusern und so einem hässlichen Dreck. Wenn man da im Berliner Raum kommt, oh, hör mir auf, alles eklig, hässlich. Nee, mag ich nicht. Ist zwar ab und zu mal geil, so durch die Großstadt fahren, durch Berlin, aber da könnte ich auch nicht wohnen. Ey. Ich bin schon froh mit Brandenburg. Wir haben ja auch relativ viel Natur. Wir haben ja zum Beispiel den Naturpark, den Fleming und alles, aber noch lange nicht so schön wie hier. Ja, der Fleming sieht auch schon schön aus, aber der Harz ist einfach, kurz geht raus. Also der Harz ist halt auch so ein Gebiet halt, was jetzt nicht allzu weit weg ist von uns. Bei Thüringer weiß ich auch schon, wir haben ein bisschen weiter weg, war ich persönlich noch nie gewesen, will ich auch mal hin. Und dann hier diese Erzgebirgen, hier wo ich schon war, ist da unten, ist das Erzgebirge bei Tschechien? Mir ist das ja nicht. Da machen wir auch mal eine Tour hin, vielleicht im Sommer. Wenn man vielleicht mal wieder nach Tschechien kommt, würde ich da auch gerne rüberfahren. Werden wir alles sehen, spontan, weil Plan bringt in diesem scheiß Zeitalter nichts mehr. Nee, das kommt eh mal alles anders. Das ist das Problem. Weil die Tour ist hier schon seit längerem eigentlich im Plan. Ich war mir damals, klar, ich habe gesagt, ich bin mir noch nicht sicher, wo es hingeht, wo wir da noch in der Ostsee waren. Ich hatte das schon im Planraum drin gehabt, aber ich war mir nicht sicher, ob ich wirklich das hier mache. Ich wollte erst, wo wollte ich denn erst hinfahren? Zur Nordsee. Genau. Aber das will ich dann mal mit Dänemark irgendwann verbinden, weil da kommt es ja auch aktuell nicht hin, leider. Deswegen dachte ich mir so, ach hier innerhalb von Deutschland, was spielt mein Navi jetzt verrückt, Alter? Tanzt der hier umher? Der zeigt mir, wenn ihr wüsstet, wie das gerade auf dem Navi aussieht. Ich bin hier irgendwo in der Büsche drin. Wieder mal. Oh, nee, nicht so lang rasen hier. Alter. Nee, hier war ich ohne Nähe gewesen. Boah, der Felsen, Alter. Hau die Fresse weg. Das ist ein Ding. Boah, meine Fresse, nee. Das ist geil. Ist das hier eigentlich Berg runter oder bergauf? Ich weiß das gerade ja nicht. Ich glaube Berg runter. Ja, ja, doch, das geht Berg runter ganz leicht. Muss ja schlucken. Meine Bremsen tun mir richtig leid. Ich glaube, ich kann die jetzt schon wechseln, wenn ich zurück bin. Ich glaube. Boah, hier der schöne Bach hier unten. Schick. Aber
wie gesagt, das ist wenigstens noch Natur hier, ey. Das ist wenigstens noch richtige Natur. Dass hier mit Auto langfahren darfst, ist wirklich schon geil. Ja, gut, mein Gott. Jetzt spielt mein Navi wieder verrückt. Bin wieder in den Büsche irgendwo drin. Als ob die Straße mal anders lang geht. Kann ich mir nicht vorstellen. Oder vielleicht fahre ich früher gar keine Straße mal. Vielleicht wurde die erst irgendwie gebaut oder so, weil die sieht ja auch noch relativ frisch aus. Oder? Ich weiß es nicht. Absolut keine Ahnung. Wenn man sich überlegt, das Ganze ist hier hinter Magdeburg nur. Gut, jetzt haben wir 200 Kilometer auf Tour. Das Ganze ist hier nur hinter Magdeburg, ne? Nicht weit weg von uns. Oh, Alter. Ich baller hier lang, ey. Kannst du keinen erzählen. Aber ich staune, hier gibt es keine Blitzer. Schon mal aufgefallen? Ey, es gibt, ich habe noch nicht einen Blitzer im Harz gesehen. Noch nicht einen. Digga. Ist das normal oder ist das irgendwie unnormal? Ich weiß es nicht. Aber, ja gut, verlass dich aber nicht drauf, ey. Einfach nicht drauf verlassen. Oh, jetzt muss ich. Da unten kommt eine Autobahn, eine A38. Ach, das ist die Thüringer Autobahn, glaube ich. Ui, damit habe ich nicht gerechnet. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Alter, dass es hier rumgeht. Alter. Nee, damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Ich habe auch nicht auf den Navi gerade geklickt. Ich habe auf das Schild da geguckt, was da stand. Alter, nee, hör mir auf da. Da ist mir gerade das Wasser den Rücken runtergelaufen, wortwörtlich aber. So weit ist das ja nicht mehr. 8 Kilometer. Guck mal, hier sind sau viele Urlauber. Ja, im Sommer ist hier mehr los. Also, oder generell, wenn Normalität herrschen würde. Aber ich glaube, so oder so ist hier viel los, weil das nimmt sich langsam keiner mehr. Also, ich nehme mir das auch nicht mehr wegzufahren. Weil ganz ehrlich, das kann nicht sein, dass man nur zu Hause pluckt. Und nicht bei dem schönen Wetter. Das, nee, also. Mache ich nicht. Alter, geil. Was muss er. Oh, uiuiuiui. Schick, schick, schick. Gefällt Papa. Hier oben würde ich gerne ein Bild machen. Ein Bild machen. Da oben ist die Statue, wo ich war. Das ist genau, wenn man. Das habe ich auch auf Google Maps gesehen. Da, das ist genau die Grenze Thüringen, glaube ich. Na, so ungefähr jedenfalls. Na, wir sind doch nur 7 Kilometer noch weg. Wir sind schon hinter dem Berg, müsste schon Thüringen sein. Weil da oben seht ihr diese Spitze, das ist die Statue, wo ich war. Genau das ist die. Ich weiß nicht, wie die heißt, aber das ist die Statue. Alter, leck mir doch die Bullen. Für mich ist das Urlaub. Andere liegen den ganzen Tag am Strand, ich fahre durch die Berge, Junge. Das ist für mich Urlaub. Nee, das gibt für mich keinen anderen Urlaub. Ich kann mir das anders ja nicht vorstellen. Ich muss einfach ein Auto haben, wo ich dann durch die Gegend fahre. Und mir das alles angucke hier. So, jetzt fahren wir über eine Autobahn rüber. Oder runter weg. Das ist die Autobahn. Das ist die Thüringer Autobahn. Aber wir sind noch nicht in Thüringen. Ja, die geht von Sachsen-Anhalt nach Thüringen rein, glaube ich. Alter, voll die krasse Autobahnbrücke. Das ist geil. Das hier fällt mir. Jetzt sind wir am Südharz. Ja. Ich muss aufpassen, was hier hinter dem Berg kommt, nicht, dass hier eine scharfe Kurve ist, weil dann habe ich ein Problem. Ich habe keinen Bock hier irgendwie zu verunglücken. Bloß nicht. So, warte mal. 5 Kilometer noch.
Roßlar sind wir jetzt. Landkreis Südharz, ist also immer noch Sachsen-Anhalt, sag ich ja. Das ist auch noch nicht. Thüringen ist erst hinter dem Berg da. Ab da ist Thüringen irgendwie. Jetzt fahren wir mal ein bisschen langsamer hier. Ja. Fahren wir hier durch die kleine Stadt durch hier. So, jetzt gucken wir mal, da Nordhausen war das, genau. Nordhausen war das, wo ich war. Genau. Nordhausen ist schon, glaube ich, Thüringen. Ich glaube, das ist Thüringen schon. Ist so Grenze halt. Sachsen-Anhalt, Thüringen. Ich glaube, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen. Scheiße, Radio funktioniert wieder nicht. Ja, weil wir in Thüringen gleich sind. Kelbra, genau. Kelbra Küffhäuser. Und dahinter ist Thüringen. Ja, mein Radiosenderbruch geht schon wieder nicht. Oh, ich mach Radio einfach aus. Ich kenne keinen Thüringen-Sender. Keine Ahnung. Ich kenne keinen Sender in Thüringen. Keine Ahnung. War ich noch nie wirklich... Thüringen war ich generell noch nie wirklich richtig drin. Nur so... Doch, wo ich aus der Schweiz kam, bin ich durchgefahren. Die 71. Die A71. Ja gut, aber da hast du ja auch nicht viel gesehen von Thüringen. Ist halt auch ein sehr bergiges Land, also Bundesland. Thüringen, ja. Ja, wir sind jetzt im Herzen Deutschlands hier irgendwie, Mitte Deutschland. Alter, stell mal vor, du weichst hier nicht aus, fährst voll in das Haus rein, Alter. Ich möchte hier nicht wohnen. Irgendwann hast du einen LKW in dein Schlafzimmer. Grüßte der LKW-Fahrer. Moin, Lieferung ist angekommen. Ich denke mir nur so, nee, da hätte ich wirklich Angst, Alter. Da hätte ich wirklich Schiss, also jetzt ohne Scheiß. So, die letzten 3 Kilometer, dann haben wir es geschafft. Also, ist noch nicht das Ende, wir fahren noch nach Thüringen. So viel kann ich sagen. Ich habe ja geredet von der Großstadt. Vielleicht können sich einige schon denken, wo es hingeht. Heilige Scheiße, sieht das hammer nice aus. Ja, die machen wieder Geräusche, die Streifen. Nö, wir fahren nach Erfurt. Kannst du jetzt einfach sagen am Ende des Videos. Erfurt ist erstmal unsere Endstrecke. Genau. Da oben ist die Statue. Ah, ich sehe schon die Grenze Thüringen. Ja, ich sehe die schon. Aber die ist erst hinter Kelbra. Genau. Bald in Thüringen, also ist ja hinter dem Berg halt schon. Hinter dem Berg ist Thüringen, also so am, ja, kann man schlecht sagen. So, wir sind ja erstmal in Kelbra. Wo habe ich denn die Markierung gemacht, sag mal? ich weiß gar nicht, wo ich die Markierung gemacht habe. Irgendwo in der Stadt hier, aber einfach so mittendrin, glaube ich. Weiß es gerade gar nicht. Och, geht mir weg mit eure scheiß Politiker, Alter. Ich kann die Pisse nicht sehen. So, geradeaus geht's nach Berger, da wollen wir aber nicht hin. Küffhäuser, jetzt steht es dran, komisch. Küffhäuser gehört aber zu. Okay, das gehört zu beide Bundesländer, glaube ich. Hier ist die hier ist das Endziel. Also was denn, halten wir jetzt hier einfach an, ne? Dann bleiben wir jetzt hier einfach stehen, kurz. Und machen jetzt das nächste, genau. Fahren wir gleich nach Thüringen runter.